In this direction, one of the classics written by Sharangdhara, which is called Sharangdhara Samhita, that describes the physiological or age-related changes that occur with passing of each decade, considering the human life as 120 years. There are 12 decades that has been classified. In einem der wichtigen klassischen Texte, der allerdings ein bisschen später entstanden ist, Sharangdhara Samhita, werden die einzelnen Jahrzehnte des Lebensalters beschrieben, und zwar gemäß der unterschiedlichen physiologischen Veränderungen, die stattfinden, und die entsprechenden Asanas, die man dazu einnehmen kann. Da wird von einer durchschnittlichen Lebensspanne oder einer maximalen Lebensspanne von 120 Jahren ausgegangen, sodass 12 Stufen unterschieden werden. So in every decade, certain qualities will come into the individual and some qualities are also diminishing. This warrants taking the appropriate measures to prevent the onset of these diseases or degenerative processes. Also bestimmte Dinge werden schlechter in diesen einzelnen Dekaden im Laufe des Lebens, andere Dinge kommen hinzu und beides muss man im Auge behalten und es ist sozusagen eine Art Aufruf, verschiedene Maßnahmen durchzuführen, um dem Alterungsprozess vorzubeugen. These are certain qualities which are diminishing each decade that have been listed in Sharangdhara Samhita. For example, the first decade is the childhood. It's called Balyam. Shall I tell everything and then we'll tell? Or? About Balyam maybe. Huh? Okay. That is called Balyam, the first decade. Second one is Vruddhi, that is there is growth. In the first decade what happens? As we all know, the maximum growth of the brain takes place. That's why all immunizations have to be done during that age. Whether it is conventional medicine or Ayurveda, the immunization have to be done during that age. Then only the child will get immune to various problems in the life. And what is lost? The infancy is lost. It is no more an infant when it becomes 10 years. The second decade is the growth. So from 10 to 20 years, for example, even the modern medicine has anatomy and the physiology discloses that the girls grows up to in height 18 to 20 years. The boys may be from 20 to 22 2 years. The epiphyseal end of the long bones, there is a space which keeps growing. Once the epiphyseal end of the long bones are closed, the height can never grow again. We see in televisions today that by taking this tonic, although you grow 3 inches, 6 inches, it has no meaning at all. Ja, hier sind einmal die verschiedenen Lebensstufen in 10 Jahresabschnitte geteilt dargestellt. Der erste Abschnitt ist die Kindheit, Balyam genannt. Das ist die Zeit, wo sämtliche immunologische Prägung stattfinden muss und sich das Gehirn vollständig entwickelt. Das zweite Lebensjahrzehnt, also ja, das junge Erwachsenenalter oder die Jugend, Vridhi genannt, dort komplettiert sich das Wachstum, die Epiphysenspalte schließen sich. The next decade is called Chevi or Prabha, which means the complexion. The complexion of an individual is the best during the third decade. This is everyone knows about. Between the 20 and 30 years, whether it is a girl or a boy, they have so much of strength, the complexion, everything is up to the maximum. Even if you ask an individual to shift a mountain from one side to the other, he or she will be prepared to do that. That is the amount of strength an individual will have. Once this decade is over, then the complexion starts coming down. And a lot of researches also have been done with regard to the skin. As we all know, the skin's cells start shedding. Even if you just move it and then scrub it, it goes on. But again, almost 99% to 100% it comes back. But as the age advances, the amount of skin shedding is so much, or the amount of the skin replacement will start coming down in percentage. That is the reason. And as we all know, the skin is the largest tissue in the body. That is the one which shows up the age. Whatever the makeup one does or whatever that is done, you cannot cover the age through the skin.
Zwischen 20 und 30 wendet der Ayurveda seinen Fokus auf die sogenannte Komplexion, also die Hautfärbung oder Hautausstrahlung, Hautstruktur, Hautbeschaffenheit. Es ist die Zeit, wo man am aktivsten ist, wo alle Fähigkeiten im Körper am besten ausgeprägt ist, wo man am meisten Leistung bringen kann. Und der Alterungsprozess zeigt sich vor allem auf der Haut. Selbst durch Kosmetika kann man nicht den Alterungsprozess der Haut völlig abdecken. Und dass man in dieser Zeit sozusagen noch sieht, wenn Verletzungen der Haut entstehen, dass sich die Haut völlig regeneriert und auch die Färbung der Haut, der Teint, mit zunehmendem Alter ab dann sozusagen jedoch immer weniger, dass sich Verletzungen dann auch langfristig. Then comes the Medha, the intellect. The maximum maturity of the brain takes place in the fourth decade. An individual will be so much intelligent that he can take decisions for the entire world. And whatever the decision that he makes, it is all very well matured one. In der vierten Dekade ist besonders der Intellekt ausgeprägt. Medha, dass also hier die intellektuelle Leistung am größten ist. Ja. Once the fourth decade is over, the old age already sets in. Head starts graying and one needs the spectacles to read. One develops a problem in the knee joint, osteoarthritis, and all most of the metabolic disorders will start already coming up. Nach dem 40. Lebensjahr beginnt der Alterungsprozess zunehmend, das Ergrauen der Haare, man braucht Brille, man hat Gelenkbeschwerden und ja. And the fifth decade is with the skin starts wrinkling. Und die Faltenbildung nimmt zu und deswegen wird auch die Haut hier als das Zentrum der fünften Dekade gesehen. The sixth decade will have the problems with the eyes, vision. People develop cataract, they undergo surgery, and they have problem with the vision, and all eye problems starts. In der sechsten Dekade ist vor allem die Sehfähigkeit zunehmend gestört. Ein grauer Star entwickelt sich, man braucht zunehmend mehr Sehhilfen. Auch verschiedene andere Augenleiden entwickeln sich in dieser Zeit intensiver.